Hallo zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Excel-Tutorial. Ja, heute habe ich mal einen neuen Datensatz mitgebracht. Ich habe hier einige Personen aufgelistet: Sanji, Muten Roshi, Ruffy, Cell und so weiter. Also für die Freunde aus dem Anime-Bereich, denen sagt das vielleicht etwas. So, das, was wir jetzt hier machen wollen, ist folgendes. Und zwar möchten wir letztendlich die bedingte Formatierung anwenden und möchten ganz gerne herausfinden, was von den Tagen ist denn ein Feiertag gewesen und was ist eventuell ein Wochenende gewesen. Und das möchten wir entsprechend dynamisch hier farblich markieren. Ja, also welche Umsätze oder Absätze in dem Fall von diesen Personen waren entsprechend an Feiertagen oder Wochenenden. Und ich habe das auch schon vorbereitet hier mit den zwei Tabellen hier. Wir haben einfach mal gesagt, das hier als Beispiel sind Feiertage. Ich habe mir einfach irgendwelche Tage aus diesem Bereich ausgesucht, ja, die jetzt einfach mal als Feiertag hier festgelegt wurden. Und Wochenende auch schon hier definiert mit einer 1. Einfach deswegen, weil wenn wir das Wochenende über diese Zelle abgreifen, können wir das auch wieder dynamisch ändern. Also wenn ihr dann zum Beispiel eine 2 oder 3 einfügen würdet, dann würde sich entsprechend dann auch die Anzahl oder das Wochenende selbst verändern, weil es gibt ja verschiedene Länder und in gewissen Ländern ist zum Beispiel Samstag, Sonntag nicht das Wochenende, soweit ich weiß zumindest. Ja, und deswegen gibt es ja auch die Möglichkeit, das in Excel so zu steuern über diese Zahl. So, also, jetzt mal unsere Formel. Wir werden die sogenannten Netto-Arbeitstage, die kennt ihr vielleicht schon, aber nicht die normale Formel hier, sondern eben diese international werden wir jetzt mal verwenden. So, und was wir hier sagen ist, wir sagen einfach, wir brauchen ein Ausgangsdatum und ein Enddatum. Und in unserem Beispiel werden wir das für jede einzelne Zelle evaluieren, beziehungsweise Zeile evaluieren. Das heißt, ich nehme einfach diesen Bereich hier, A3, und gehe dann, wie, also für das Ende, ebenfalls wieder auf die A3-Zelle. Das heißt, ich beziehe mich auf die. Allerdings muss ich hier Folgendes beachten, da ich das Ganze dann auch noch nach unten kopiere und auch nach rechts kopiere, möchte ich das Ganze nach rechts entsprechend fixieren, dass ich immer in der Spalte A bleibe. Allerdings nach unten soll natürlich die 3 sich verändern, ja, weil hier schaue ich ja auf A4, hier auf A5 und so weiter. Also mit anderen Worten, so, markiere ich hier oder fixiere hier einfach nur den Bereich A, ja, also die Spalte A, allerdings lasse ich die 3 eben veränderbar. So, okay, dann haben wir das auch. Und jetzt eben können wir definieren, und das ist genau das, was ich meinte, wir können definieren, was ist das Wochenende. Die 1 ist Samstag und Sonntag und genau deswegen habe ich hier mal eine 1 reingeschrieben. 2 wäre dann Sonntag und Montag, 3 wäre Montag und Dienstag und so weiter. Also je nachdem, ja, vielleicht habt ihr gewisse Arbeitszeiten, kann ja auch sein. Ja, auch in Deutschland ist das möglich, dass manche Leute eben nicht von Montag bis Freitag arbeiten oder eben von Montag bis Samstag, je nachdem, sondern entsprechend dann vielleicht von Mittwoch bis Sonntag, ja, und dann ist Montag, Dienstag zum Beispiel frei. Also man kann das eben so dynamisch definieren. Und manche Leute haben es leider nicht so einfach und haben eben nur einen Tag frei, dann wäre auch sowas hier möglich, mit diesen Zahlen anzugeben. Okay? Gut, aber das auf jeden Fall deswegen und deshalb beziehe ich mich hier auf diese Zelle, K10, und ich fixiere die, weil das ist natürlich etwas, was wir jetzt hier konstant lassen wollen, wenn wir entsprechend uns in diesem Bereich bewegen. Okay, und schlussendlich können wir hier noch die freien Tage angeben. Die sind genauso wie das Wochenende, ja optional. Das sehen wir einfach an diesen eckigen Klammern. Also wenn immer ihr Excel-Formeln habt, in denen eckige Klammern sind, wisst ihr immer, okay, das ist optional. Das kann ich angeben, muss ich aber nicht angeben. Und die Feiertage haben wir hier fix definiert, und zwar als diesen Bereich. Also ihr könnt das einfach als Bereich hier eben festlegen. Und auch diese natürlich fix, wenn wir die kopieren. Also fixiere ich die einfach sowohl mit den Dollarzeichen, also die Buchstaben, als auch die Zahlen. Gut. Und jetzt können wir das Ganze dann entsprechend schließen, die Klammer, und sind dann auch schon fertig mit der Formel. Also wenn wir das Ganze mal mit Eingabetest bestätigen, bekommen wir jetzt eine 1 zurück. Was heißt jetzt 1 in dem Beispiel? Naja, die Netto-Arbeitstage-Funktion zählt ja die Netto-Arbeitstage in dem Bereich. Das heißt in dem Fall, wenn sie eine 1 zurückgibt, heißt das, bezogen auf das Wochenende, wenn Wochenende Samstag und Sonntag ist und diese Tage hier die Feiertage sind, dann war das hier, der 21.02.2019, ein Arbeitstag. Ja, das ist das, was es aussagt. Und wir können das jetzt eben einfach nach entsprechend rechts kopieren und ihr seht, wir bekommen immer 1 zurück. Und das ist auch genau das, was wir wollen. Wir müssen ja jetzt hier entsprechend für jede dieser 4 Spalten, also A bis D, entsprechend diese 1 zurückgeben, damit wir das entsprechend formatieren können. Beziehungsweise nicht formatieren können, je nachdem. Weil wir wollen ja eben entsprechend nur die, quasi die freien Tage wollen wir ja markieren, ja? In unserem Beispiel. Und wir können das natürlich auch dann nach unten schicken, also können das quasi so runterziehen, können dann schauen, eben für jeden unserer Personen hier, wann taucht entsprechend eine 1 auf, dann war es ein Arbeitstag und wann eine 0. Also hier beispielsweise hätten wir eine 0 für diese Zeile. Warum ist das so? Naja, wenn ich mal nachschaue, 25.03.2019 beispielsweise ist ja einer der Feiertage. Deswegen taucht hier auf, also die 0. Oder ein anderes Beispiel hier, der 26.05. Mal schauen, der ist nicht hier drin, okay. Aber wir könnten jetzt zum Beispiel nachschauen, ist gleich Wochentag, gibt es ja die Funktion zum Beispiel. Und dann sehen wir hier, wandelt eine fortlaufende Zahl in einen Wochentag um. Und dann könnten wir sagen, okay, hier, das ist die Zahl, also das Datum entsprechend. Und der Typ, wenn ich jetzt sage, quasi hier zum Beispiel von 2 hieße die Zahlen von 1 ist Montag, 7 ist Sonntag. Das heißt, wenn ich hier eine 2 eingebe und jetzt hier eine 6 oder 7 zurückbekomme, heißt das, es ist ein Samstag oder Sonntag. Und dann entsprechend
wäre es entsprechend eine 0, ja? Und ich sehe hier, bekomme 7 zurück, das heißt, dieser Tag war anscheinend ein Sonntag, ja? Und deswegen auch die 0, weil das wäre jetzt ein Wochenende und deswegen eben kein Arbeitstag. Das heißt, das funktioniert schon mal sehr gut, genauso wie wir es brauchen für die bedingte Formatierung auf Basis von Regeln. Allerdings hier wäre jetzt noch eine Sache, und zwar, da wir jetzt hier ja die 1 haben und hier die 0, wir müssen das Ganze ja in wahr und falsch konvertieren. Und jetzt im Moment wäre es ja so, wir bekommen hier eine 1 zurück, wenn es ein Arbeitstag war. Was wir aber wollen, ist ja genau das Gegenteil, in unserem Beispiel zumindest. Wir wollen, dass diese Nullwerte hier, das sollen entsprechend die markierten Spalten oder die markierten Zeilen sein, das heißt entsprechend, dass die Feiertage bzw. die Wochenenden. Was machen wir also? Wir gehen nochmal in unsere Formel rein und können hier, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das jetzt zu tun, ja, aber wir könnten einfach die Nicht-Formel verwenden. Also es gibt die Nicht-Formel, kehrt den Wert eines Arguments um, genau das, okay. Das ist der Wahrheitswert ist entsprechend 1, ja, und das heißt jetzt hier, wenn wir das entsprechend einfügen, bekommen wir jetzt hier ein Falsch zurück, ja, passt also. Weil davor hatten wir ein 1 und 1 bedeutet wahr und jetzt haben wir eben eine 0 und 0 bedeutet falsch. Das heißt, wir können das Ganze auch wieder hier rüber kopieren, sehen hier überall falsch, wir können das runterkopieren, entsprechend hier bis nach unten, sehen hier jetzt irgendwie wahr oder falsch. Also hier zum Beispiel für Obito, hier ist das auch falsch, für Cell ist das wahr, oder den Smoker, für den Smoker ist das auch wahr. Und wen haben wir denn noch so hier, Son Goku, okay, Buggy der Clown, der besonders gut war, okay, sehr gut. Und natürlich Muten Roshi, klar, der muss ja gut sein, richtig. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier unsere Formel. Und das ganze Beispiel hier, das brauchen wir nicht, ja, das war einfach nur für das Verständnis, um das Ganze aufzubauen, Schritt für Schritt. Was wir brauchen, ist jetzt eigentlich nur diese Formel. Das heißt, wir können einfach in diese Zeile ganz oben reinklicken und quasi das alles, Steuerung C, kopieren. Und dann gehe ich mal raus und markiere jetzt nochmal einen Bereich, also diesen ganzen Bereich hier, bis zum Ende, also alles, was ich markieren möchte, das jetzt hier. Und gehe dann einfach in die bedingte Formatierung rein, die finden wir unter Start hier, bedingte Formatierung. Und dann eben, anstatt dieser Standardwerte, gibt es ja auch die schöne Möglichkeit, hier eine neue Regel per Formel hinzuzufügen. Wir klicken also darauf und sehen dann hier entsprechend Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen. Genau das wollen wir haben. Und dann gehen wir einfach hier rein und kopieren diese Formel einfach rein. Ja? Und dann, bevor wir auf OK klicken, Achtung, müssen wir natürlich noch sagen, okay, wie wollen wir denn formatieren? Das heißt, wir klicken mal da rein und jetzt habt ihr hier verschiedene Möglichkeiten, entsprechend Schrift, Rahmen und so weiter. Meistens ist es ja Ausfüllen, was man verwendet. Und dann könnte man hier zum Beispiel sagen, okay, ich nehme jetzt das hier und ich nehme vielleicht, ich weiß nicht, irgendeinen Ton, der jetzt nicht so stark hervorsticht. Ich nehme mal dieses helle Blau zum Beispiel, das wäre vielleicht okay. Klick mal auf OK hier und klick nochmal auf OK. Und jetzt sehen wir eben entsprechend genau hier, dass diese Zellen, für die wahr hier vorkommt, entsprechend hier oder hier, die sind jetzt alle blau markiert. Ja? Und das heißt, diese blauen entsprechend sind jetzt eben genau das, was wir markieren wollten. Das entsprechend sind die Feiertage, wie wir hier sehen, für dieses Beispiel oder entsprechend die Wochenenden für dieses Beispiel hier und so weiter. Ja? Also das wäre es jetzt eben für diese Tabelle. Das ist die Möglichkeit, wie wir das tun können mit eben diesen Netto-Arbeitstagen, die wir hier umdrehen, mit diesem Nicht. Und entsprechend haben wir halt hier doch was fix definiert. Und je nachdem, wenn wir das Wochenende jetzt hier ändern würden, deswegen halt das Ganze auch schön dynamisch, wenn ich jetzt hier eine 2 reinschreibe zum Beispiel, sehen wir aber automatisch, dass diese Zellen sich hier auch verändern. Ja, also das ist entsprechend immer ganz schön, wenn man auf eine Zelle referenziert, weil dann kann man das eben so steuern und muss das nicht manuell anpassen. Okay? So, das war's für das Video. Ich hoffe, das war interessant für den einen oder anderen. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, für euer Interesse. Ich hoffe, ihr seid gesund und ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Abonniert meinen Channel, empfehlt ihn weiter und gebt mir vielleicht einen Daumen nach oben, wenn es euch natürlich gefallen hat. Gut, das war's für das Video. Macht's gut und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute!